Ah, guck mal an, was da hinten jetzt ist. Oh. Leichen. Okay, jetzt kriege ich auch Schaden, alles klar. Das heißt, die Schienen stehen jetzt unter Strom. Aha. Oh, muss wieder da oben hin, scheiße. La 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 la. Oh, schlag das Ding kaputt, verdammt nochmal. Hey, ich wollte eigentlich drüber springen. Ich wollte cool sein, aber es hat nicht funktioniert. So. Einmal aktivieren. Komm, dann springen wir jetzt raus. Nicht in Strom rennen. Danke. Komm, Full Speed. Bis es nicht mehr geht. So, perfektes Parken. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt wieder hoch das Ding drehen, damit wir uns auch fortbewegen können. Dann werde ich speichern. Dann kommt eine Stelle im Spiel, die ich nie sonderlich gemocht habe eigentlich. Fällt mir gerade nur so mal so ein. Autsch. Ah, komm, geh da hoch. Danke. Ach, das liegt da immer noch blöd rum, ey. Jetzt können wir es nämlich drehen und dann können wir nämlich in die Richtung fahren, in die wir auch wollen. Quick Save. Yes. Ich kann mich erinnern, dass da ziemlich viel Scheiße auf dem Weg war. Deswegen nehme ich mal hier meine Knifte. Komm. Komm, jetzt können wir noch Vollgas geben. Zerstör das Ding! Okay, es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin überrascht. Da gibt es noch Energie. Das heißt, in der Not kann ich zurückgehen. In der Not, ja. Nicht zur Not. Oh mein Gott. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor der Stelle. Kann ich da noch zurückgehen? I've been waiting for you. One of your scientist pals said to give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some kind of satellite delivery rocket. I don't know where it is exactly, and the old guy was so worried about getting out of here alive, he didn't tell me. Main thing is, the military aborted the launch, so when you do find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Okay. Ich muss das Schienensystem also benutzen, um letztendlich eine Rakete zu starten. Schön. Uiuiui. Dann zum Lambda-Satelliten kommen. Jetzt sei kooperativ. Oh. Ah, alles Philipp Schmidt. Ihr seid mir gerade sowas von egal, das glaubt ihr gar nicht. Ich bremse erstmal, um zu gucken, was hier abgeht. Wasser? Okay. Full Speed? Och nee, kann ich hier auch Weichen stellen und so ein Kack? So was mag ich ja überhaupt nicht. Da ist Strom, so wie es aussieht. Neues Kapitel jetzt? Hm? Quick Save auf jeden Fall erstmal. Ganz wichtig. Okay, oh, ich hasse diese Stelle im Spiel echt. Ich mag sie nicht. Schnell durch! Okay, haben wir noch geschafft. Oh, ist noch mehr Strom. Es ist mir aber egal, wenn ich auf den Schienen bin. Dann ist es okay. Ein Stück nach vorne noch. Und dann umgucken. Okay, scheinbar kann ich hier wirklich irgendwo Weichen stellen. Wo seid ihr denn? Ich höre doch ganz viele Sonic Booms. Das ist nicht so mein Fall, aber okay. Oh, Panzerung. Die nehme ich doch mit. Nein! Okay, gut, dann halt nicht. Dann halt keine Panzerung für den Dennis. Scheiße. Okay. Ich bin gerade echt nervös, weil ich echt einfach nur darauf warte, bis die erste Scheiße auf mich zukommt. Da ist nix. Oh, da bücke ich mich mal drunter durch. Okay. Da kann ich, glaube ich, eine Weiche umstellen. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, wo ich zuerst lang möchte. Stirb! Dankeschön. Ich gehe erstmal geradeaus weiter. Wahrscheinlich muss ich da nicht hin. Aber ist ja okay. Scheiße! Danke. Ihr seid doch nicht so beständig, wie ich dachte. Selbstschussanlagen. Ich glaube, ich habe die sogar gesehen, oder?
Du hast es verdient. Wasser. Okay. Ich würde da gern hoch. Aber ich fahre erstmal weiter. Ich muss natürlich wieder jeden einzelnen Pixel des Spiels erkunden. So, okay. Nix. Nix. Ja, nix natürlich nicht, Dennis, ne? Okay, wir fahren erstmal wieder nach rechts rum. Stirb. Stirb, stirb. Ja, okay, du meinst, es ist tot. Ach, da ist noch einer. Noch einer. Ja, ich muss das so komisch bohren. Ich komme aus Bayern. Okay. Gucken wir uns erstmal hier um. Eieieiei, okay. Ah, oh, es juckt meine Nase schon wieder. Schalalalala. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Bin ich ja ehrlich. Hui, hui. Wichser, ey. Okay, der ist tot. Du bist doch tot, oder? Ja, du bist tot, okay. Kannst du auch mal bitte dann wirklich dich dematerialisieren? Okay. Ich... Okay, hier ist die Rakete, die wir starten müssen. Das sind ja doch mehr als gedacht. Okay. Ihr Schweine. In der Luft abgeknallt, so muss das sein. Nein, nicht nachladen, jetzt hier. Ach, weißt du was? Ich bin ja fair. Komm, spring. So. Die haben auch keine Schusswaffen, deswegen werde ich die jetzt auch nicht beschießen. Ich meine, die haben zwar die Übermacht, aber ich stehe über der Übermacht. Da! Da! Wo bist du? Da! Ja, willst du noch ein paar Mal auf der Leiche rumhacken oder was? Achso, da drunter war noch ein Typ. Also so ein Viech, so ein Facehugger. Okay, das ist die Rakete. Prrr, gut, 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 gut. Dann werden wir mal gucken, was ich jetzt hier so reißen kann. Ich glaube, da geht's weiter. Erstmal andere Waffe auswählen. Ach, mach doch, was du willst. Wo kommst du denn her? Sag mal. Geht's dir noch gut? Der ist tot. Okay. Ja, der hat echt nicht viel aus. Boah. Ruhe im Puff. Hey! Gut. Ich wusste, dass da so ein Viech ist. Tot? Dankeschön. What? Wo kommst du denn her? Alter. Ich habe dich aber gar nicht gesehen. Oh mein Gott, das habe ich echt mit wenig Energie einen Quicksave gemacht. Oh mein Gott. Hi! Danke. Komme ich da überhaupt hoch? Hi! Danke. Und hi! Danke. Und hi! Da hat leider nicht funktioniert. Hui! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Okay, ich sehe dich. Nein, ich sehe dich nicht, aber ich kann ja ahnen, wo du bist. Du Scheißvieh. So. Verdammte Axt, ey. Aber ich komme da doch lang, oder? Nicht. Ha, genau. Da ist eine Eisschicht auf dem Fass, deswegen bin ich da so runtergerutscht. So, nochmal. Heia! Okay. Hi, hi. Hi! Ja, sauber. Das ist also sowieso so eine Krankheit von diesen klassischen... Also ich weiß nicht, ob ich es Krankheit nennen möchte, aber für mich ist es immer ein bisschen schwierig. Von diesen klassischen Shoot'em-Ups, also Ego-Shootern. Und zwar dieses Zerleiden. Ich glaube, das ist ja eigentlich längst nicht mehr bewegt, dass man dann immer noch so total am Nachrutschen ist. Das finde ich immer ganz anstrengend. Ha. Mein Anzug redet wieder mit mir. Ist das nicht schön? So, machen wir mal hier den Scheiß auf. Dankeschön. Hui, neue Waffen, wie schön. Das sind, glaube ich, Fernzünderminen, glaube ich, oder? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Dafür bin ich jetzt hier hingegangen? Leck mich. Ist doch voll der Aufwand, da überhaupt hinzukommen. Hi. Hi. Komm. Geh. Komm. Gordon, sei kooperativ. Hi. So, okay. Pui. Was ist das?
Fick dich, ey. Oh mein Gott. Och, du. Oh, bin ich doof. Oh, ich hab den Schalter einfach. Ich hab ihn gerade einfach nicht gesehen auf dem Hinweg. Oh Mann. Scheiße. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Wenn wir letztendlich. Müssen wir da zurück? Weiß ich gar nicht. Weil da unten bringt uns erst ja nicht viel, wenn wir da unten sind. Okay. So. Da kamen wir her. Okay, das heißt, wir fahren jetzt die zweite Runde, so wie es aussieht. Ich würde sagen, lassen wir uns diesmal aber... Jetzt hole ich mir auf jeden Fall die Scheißpanzerung. Dankeschön. Jetzt fahren wir dann gleich zuerst mal links lang. Also nehmen quasi die erste Abzweigung. Mit K, Abzweigung, ja. Und werden dann mal schauen, dass wir danach die zweite nehmen. Je nach, ich weiß auch nicht, wie verzwickt das dann noch in der ersten sein wird. Aber die erste können wir noch gar nicht nehmen, weil da noch der Haken im Weg ist. Ja, ich erinnere mich. Also dieser Greifarm-Kack. Man könnte trotzdem mal versuchen. So. Bringt auch so nichts, okay. Ich habe bis jetzt aber noch keinen Weg gefunden, wie man da dann hochkäme. So. Aber an der Weiche selbst, also an der Schiene selbst, erinnert sich, glaube ich, nichts, oder? Ja, ich komme auch nicht hoch, ne. Vielleicht mit der zweiten Abzweigung, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Alpina weiß es. So. Jetzt müssen wir dann geradeaus fahren, ne? Jo, okay. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Weil bin ich das? Ich weiß es nicht. Bin ich dann auch eher erschüttert. Eigentlich müssen so Viecher, die von der Decke sind, die mich dann so hochziehen, die müssen hier sein. Hallo. Ich sehe dich. Okay. Ja, okay. Ich habe gerade davon gesprochen, jetzt sind sie schon hier. Perfekt. Ja. Ich will auf jeden Fall die Energie haben. Dankeschön. Kann ich hier sonst noch irgendwas reißen? Ja, ich kann die Viecher jetzt wahrscheinlich schon mal töten. Ja, lad nach, genau. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Nehmen wir mal die Pistole. 1, 2, 3. Kotz. Ich glaube, ich werde mal diese mal austesten, diesen Revolver. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ganz langsam. Ein Schuss! Okay, das Ding ist stark. Gefällt mir. So, ich werde da nochmal kurz anhalten, werde mal gucken, was da links in den Kisten drin ist. Da ist kein Gegner, das ist schon mal sehr, sehr gut. Da sind Leichenteile, sehe ich das richtig? Warum hat der jetzt schon wieder? Oh, Panzerung. Hat sich gelohnt. Aber sonst ist hier nichts mehr. Ich kann da ins Wasser runter, machen wir mal. Quicksave ist ja sowieso mal jetzt mal wieder Zeit. Die knabbern mich an, aber verletzen die mich auch? Sieht aber nicht so aus gerade. Okay, wieder Revolvermunition. Revolverheld. Wenn das jetzt so ein Hochziehviech gewesen wäre, dann hätte ich mich jetzt davon hochziehen lassen, hätte gesagt, komm hier, nimm mich mal mit. So, andere Seite. Wo ist hier die Leiter? War hier nicht noch eine Leiter irgendwo? Scheiße. Toll. Verflucht. Nein. Hoch. War schon gut. Heia. Nicht da. Oh, Gordon. Menno. Du bist echt eine Zicke, ey. Okay, jetzt aber. Hei. Lauf, 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 lauf. So. Geht doch. Und das für 15 Panzerung und 2 Revolver.